Moin Moin und hallo meine Freunde, herzlich willkommen hier auf Gerste LPs YouTube-Kanal. Ja, heute ist wieder Mischmasch-Mittwoch und ich habe euch Super Epic The Entertainment War mitgebracht. Ihr seht das schon, ein kleiner Waschbär oder whatever, der auf einem Alpaka reitet. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins Spiel. Das soll ein bisschen Metroidvania-lastig sein, also genau mein Ding. Und ja, wir starten einfach mal mit dem Story-Modus und einem neuen Spiel. Ich bin gespannt, Freunde. 2084, nach einer Reihe feindlicher Übernahmen, gibt es weltweit nur noch eine Firma, die Videospiele entwickelt. Es handelt sich um ein riesiges Unternehmen, das mithilfe von gedankenkontrollierenden Algorithmen eine totalitäre Herrschaft etabliert hat. Rangnan Corp. Die Gesellschaft ist völlig süchtig nach Gratisspielen, die darauf ausgelegt sind, das Verhalten zu verändern, Geld zu scheffeln und Kommunikation zu unterbinden. Von Kindheit an lernen die Bürger genau eine Regel. Arbeiten, spielen, ausgeben. Doch eine kleine Gruppe Rebellen konnte sich der Gehirnwäsche entziehen. Sie halten sich vor Rangnan Corps Augen verborgen und spielen Videospiele, die schon längst verboten oder in Vergessenheit geraten sind. Eines Tages empfängt eine obsolete, modern betriebene Konsole ein seltsames Signal. Schön, das gefällt mir ja jetzt schon richtig gut, das Spiel. Ach, herrlich. So, wollt ihr Rangnan Corps Regime ein Ende bereiten? Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Morgen brechen wir in das Hauptquartier ein. Alle Regimekritiker sind dazu aufgerufen, uns zu begleiten. Das könnte die Gelegenheit sein, auf die wir gewartet haben. Treten wir ein paar Schweine in den Hintern und holen uns unsere Freiheit zurück. So, und da sind wir jetzt also. Senior Rangnan Corp Evangelist. Oh, hallo Leute, willkommen bei Rangnan Corp. Braucht ihr ein paar Leben extra für Puzzle Burst Story oder vielleicht ein paar Edelsteine für die neuen Level? Deinen Schrott kannst du schön behalten. Jetzt mach mal halblang, warum so angefressen? Alle lieben unsere Gratisspiele. Eure Spiele sind Müll und wohl kaum als solche zu bezeichnen. Ihr zwingt uns, sie zu spielen. Interessant, und was genau wisst ihr darüber? Genug, um eurem Treiben ein Ende zu setzen, ihr Faschistenschweine. Steht da, Freunde. Habe ich nicht gesagt. Steht da. Sorry. Na schön, gehen wir in mein Büro. Dort werde ich sehen, was ich für euch tun kann. Wenn ihr es bis dorthin schafft. So, wir sind also hier tatsächlich auf diesem kleinen Alpaka-Viech unterwegs. Oh, und wir können hier unser Schwert schwingen und unseren Pümpel und unseren Besen. Wow. Ja, Tatsache. Ach nee, es ist ein Regenschirm. Ein Besen und ein Pümpel. Was ist das? Ich weiß es noch nicht. Schal, den hat mir Omi gestrickt. Verteidigung 1. Glücksbringer, Tantas Glücksbringer. Hat hauptsächlich emotionalen Wert. Ach schön. Ah, okay. Also die Mucke ist schon mal großartig. Ist die Mucke auch laut genug? Wenn nicht, gerne in den Chat schreiben, damit ich das dann auch höre. So, rechts geht's zur Info. Au. Mann. So. Ich werde natürlich erstmal ein bisschen erkunden hier. Oh, da ist eine Überwachungskamera. Mein Gott. Auch schön oben mit einer Minimap, das ist super. Oh, hier schön die Tipse einmal kaputt gemacht. Sehr gut. So muss das. Aber wir gehen erstmal zur Information, würde ich sagen, bevor wir ins Büro gehen. Ah, okay. Aufwärtskick, Schmetterkick, Combo, Springen. Okay. Oh. Ach, nice. Oha, da können wir hier also schön ein bisschen, ja nice, das ist ja schon fast hier Devil May Cry, crazy. Au. So, Frau Angestellte,
so nicht mit mir. Ja, dann machen wir uns mal auf ins Office, würde ich sagen. Boah, schön. Oh, eine Fleisch... Au! Eine fleischfressende Pflanze. Die scheint aber... Oh Gott, die ist nur betäubt, okay. So, was gibt's hier unten? Oha, ei! Was ist das hier, die Amazon Prime-Drohne oder was? Die hat auch schon ordentlich was an Power gehabt. Willkommen bei Rangnan Corp. Hier ist eine vollständige Karte aller Toiletten. Okay, ich vermute, Toiletten sind die Speicherstände. Bitte wascht euch häufig die Hände. Nur ein sauberer Mitarbeiter ist ein fröhlicher Mitarbeiter. Vergesst nicht, dass ihr jederzeit drücken könnt, um die Karte anzuzeigen. Ah, da, okay. Oh, die ist aber... Ja, die könnte recht groß sein, die Karte. So, dann gucken wir, was hier abgeht. Ups. Immer schön weiter hüpfen hier mit dem Lama-Vieh. Ich weiß wirklich nicht, was das sein soll. Das ist ein bisschen irgendwie... Aber wir können uns auch hinsetzen, okay. Hat ein bisschen was von Lama, aber irgendwie auch nicht. Oh, was ist das hier? Ach, guck mal. 0, 8, 15. Enter. Error. Okay, das ist ein Safety... Ich frage mich, wie der Code lautet. Vielleicht enthält das Bild da drüben ja einen Hinweis. Oh, ernsthaft? Ey, wie gut wäre das denn bitte? Gut, dann muss ich mal einmal hier meine Dingsbums-App aufmachen, was? Meine... Ihr seht das ja rechts. Wie heißt denn das? Himmel, Herrgott. Barcode ist es nicht. Wie heißt denn das? QR-Code. Genau. Meine QR-Code-Scanner-App. Und dann muss ich mal gucken, ob da wirklich der Code steht. Wie heißt denn die App? Ich weiß, ich habe so eine App. Das kann doch nicht sein. Wieso habe ich auch so viel Blödsinn auf dem Handy? Nee, das ist auch nicht. Wo habe ich die denn? Ach da, QR-Scanner heißt sie. Ja, QR-Scanner macht natürlich Sinn, dass sie so heißt. So, dann wollen wir mal einmal den QR-Code scannen, würde ich sagen. Open im Browser. RangnanCorp.com. Oh, wie gut. Das ist so schön. Okay, jetzt kann ich hier... Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich muss mal einmal kurz im Kontrollmonitor gucken. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier Flappy Pig spielen. Erziele 5 Punkte, ist das Ziel. Was sollte ich hinkriegen? Das ist halt hier Standard Flappy Bird Style. Ich werde das jetzt mal einmal nebenbei machen. Halte euch auf dem Laufenden. Okay, erster Tod. Bin halt einfach super schlecht in Flappy Bird, ne? So, ein Punkt. Vier Punkte. You're the best. Boah, jetzt geht hier richtig der Puck ab. Geil. Sieht das so aus wie so ein PC, der runterfährt. Hochfährt. Ah, Error-Code, seht mal. 270 0
7, 6, 8. Enter. Okay. Oh lol, ist das gut. Diese Spiele von Rangnan Corp sind echt das Letzte, aber wenigstens haben wir es durchgeschafft. Sieh mal eine an, eine Prepaid-Karte mit 50 Dollar. Gar nicht schlecht. Och, ist das geil gemacht, Freunde, oder ist das geil gemacht? Gut, jetzt haben wir eine Prepaid-Kreditkarte, was auch immer die uns bringt. Rage-Attacken, geil. Andi? Was ist das denn hier irgendwie? Wofür kann ich die benutzen? Ach, ein Klostampfer ist das, okay. Ein alter Besen und Umis Regenschirm. Entschuldigt bitte, dass ich es vorhin falsch gesagt habe. So. Aber jetzt geht's hier weiter. Oh, ich finde die Musik halt einfach echt. Oh, 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 oh. Oh, 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 aua. Wow, what, what? Und? Ein Energy Drink. Der Slacker stellt Lebensenergie wieder her. Weisen wir ihm den Schnellzugriff zu. Wir müssen R drücken, um das Schnellzugriffmenü zu öffnen. Was? Ah, okay. Oh, ja. Warte, aber erstmal muss der Typ hier. Ach so. Ach, jetzt habe ich den direkt genommen. Okay, das ist ein bisschen ungünstig gemacht. Kann man das auch irgendwie. Nee, kann man nicht anders machen, leider. Aber das macht nichts. Oh, hier ist nochmal Fatty McFettenstein. Oh. Schöner aufgepumpte Bodybuilder hier. Moritz, hast du denn schon ein kostenloses Follow dagelassen? Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und dann kriegst du immer schöne Nachricht, wenn ich online bin, falls dir das dann gefällt, was ich hier zocke. Ich zocke auch allerlei anderen Kram. Du kannst gerne auch mal auf YouTube vorbeigucken. Da unten müssten irgendwo die YouTube-Namen stehen. Achso, hier sind wir jetzt wieder, okay. Schlechter Sprung. Ach, hier ist der Boss. Guck mal. Hallo? Ist da jemand? Psst. Wach auf, dein Chef ist da. Das hat keinen Zweck. Der Typ schläft tief und fest. Sein Job muss super spannend sein. Okay, von hier aus kommen wir aber nicht in die Toilette. Ich dachte, wir kommen da direkt weiter. Aber dann geht's hier unten erstmal weiter. Sieht tatsächlich relativ linear aus, das ganze Spiel. Au. Ach du Lump, ey. Ja. Aber wir werden mal sehen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und werde das noch ein bisschen mit euch zocken. Okay. Wer ist sie denn? Hallöchen. Roboterviecher hier. So. Und das ist die erste Toilette. Oh Gott, ich musste echt dringend aufs Klo. Schön. Und Moritz, was mich natürlich immer brennend interessiert, wie bist du auf uns gekommen? Also auf mich weiß ich ja, dank
den guten Eistee. Aber wie bist du auf ihn gekommen? Bock auf Nioh gehabt und dann sein Chen gesehen, oder? So, wir gucken aber erstmal hier ganz nach oben. Hier die Handtaschentroller wieder. Und hier Bunny Max Sexy. So langsam kommen wir hier auf den grünen Zweig. Hier kommen wir noch nicht hoch, da brauchen wir bestimmt... Ah, okay, sehr cool. Also auch ein Nioh-Fan, ja? Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe Nioh noch nie gespielt. Ich habe damals die Beta, glaube ich, vom ersten... Augenblick mal, was ist mit diesem Raum los? Wie sollen wir da raufkommen? Wir haben doch keinen Springstock. Vielleicht müssen wir ein paar Kisten in die Luft kicken und stapeln. Ach, nice. Ja, ich habe die Beta damals gespielt von Nioh tatsächlich, aber... Das, obwohl ich eigentlich... auch ein... Souls-like-Fan bin. Mann. Oh, naja, gut. Na, siehst du, das hat auch gut geklappt. Oh, wer ist er denn? Hallo, junge Reisende. Hey, du bist doch die Maske aus der Botschaft. Führst du die Revolution an? Nun ja, Schätzchen, sagen wir mal, dass wir in Potenzial investieren und ihr eine Menge davon habt. Hier, nehmt diesen kleinen Hack. Wir sehen uns wieder, wenn ihr gelernt habt, ihn einzusetzen. Hey, dank dieser schrägen Tante können wir einen Doppelsprung ausführen. Mal sehen, ob wir sie nochmal finden können. Ha, schön. Jetzt haben wir den Doppelsprung. Nice. Au. Ja, das ist dann hier... Das ist dann der... Metroidvania-Part an dem Ganzen, ne? Warte mal, hier links ging das rüber, ne? Wo wir nicht hochkamen eben? Ja. Sehr schön. Oh. Wieder eine 50-Dollar-Karte, wofür auch immer die sein mögen. Jo, mach das! Viel Spaß und grüß schön. Gut, dann geht's, glaube ich, hier runter, kann das sein? Ja, da links kamen wir noch nicht weiter. Dann müssen wir hier rechts. Okay, hier brauchen wir irgendwas wie so ein Stampfer oder so garantiert. Sehr gut. Das lobe ich mir. Boah, au, au, au. Else. So, anscheinend wisst ihr, was ihr tut. Hey, wer bist du und warum hilfst du uns? Wir sind niemand, meine Lieben. Wir sind schlichtweg an einer Win-Win-Beziehung interessiert. Du kannst mich Xalok nennen. Hier, sieh dir das an. Wow, was ist das? Fühlt sich komisch an. Ich habe deine innere Ausdauer freigeschaltet. Warum probierst du den Turboschub nicht mit RB und LB aus? Okay, das habe ich jetzt nicht getriggert, aber okay. Coole Sache.
Vergiss nicht, deine Ausdauer im Auge zu behalten. Bei deiner aktuellen Stufe ist sie schnell aufgebraucht. Aktuelle Stufe? Können wir die Stufe unserer Fähigkeiten erhöhen? Seid nicht albern, ihr seid bei Rangnan Corp. Ihr müsst bezahlen, wenn ihr gewinnen wollt. Ah, okay. Da unten rechts seht ihr die Kosten. Und... was ist das? Das ist Ausdauer, das ist ein Schild. Das ist ein... Seiden irgendwas? Energy Drink? Das ist die Ausdauer, also was haben wir denn? Ah, Lebensaufwertung, okay. Ja komm, dann holen wir uns die beiden auch noch. So. Seht ihr? Geschäfte sind gut für euch, Geschäfte sind gut für uns. Ihr könnt euer Inventar mit verwalten und Gegenstände mit Erbe nutzen. Man sieht sich. Wir sind hier praktisch überall. Okay, das heißt, wir haben jetzt im Inventar ein Stoppschild. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden, ist aber ein bisschen langsamer. Und wir haben ein Seidentuch, das hat mehr Verteidigung. Das ist doch schon mal klasse. Gut. Dann geht's jetzt erstmal weiter. Au. Au. Mann. Oh Gott, entschuldigt. Boah, wo bist du denn hier? Richtiger Fettmops. Oh, okay, da können wir hier durchdaschen? Nein, können wir nicht. Ah, okay. Das ist gleichzeitig die Richtung vom Dash. Also wenn ich mit R dashe, dann dashe ich nach rechts. Wenn ich mit L dashe, dashe ich nach links. Okay, hab's verstanden. Gut, jetzt sind wir in der Support-Abteilung. Wer bist du denn? Oh, zwei Winzlinge. Hallo, du kommst mir bekannt vor. Verkaufst du auch cooles Zeug? Nein, tue ich nicht. Ah, okay, was treibst du dann so? Gib mir deinen Klostampfer, dann zeige ich's dir. Hui, okay. Hier, bitte, das erste Mal geht aufs Haus. Wow, du wertest Ausrüstung auf? Genial, vielen Dank. Oh ja, Tomb Raider ist auch großartig. Ja, ich zock tatsächlich hier auf Twitch, zock ich nicht so viel Retro. Das findest du dann mehr auf meinem YouTube-Kanal. Aber ich mag halt diese Metroidvanias gerne. Ich bin halt mit Super Metroid irgendwie groß geworden und ja, also das ganze Spielprinzip gefällt mir immer ziemlich gut. Aber Tomb Raider war auch großartig. Habe ich auch tatsächlich auch bei Steam. Ich war letztens kurz am Überlegen, ob ich das mal zocken soll. Also, Chancen stehen gut, dass ich es definitiv nochmal spielen werde. Immer doch. Cool. Können wir uns denn hier noch mehr aufwerten? Was kostet das denn? 150? Ja, komm, dann machen wir.
unser Stoppschild nochmal ein bisschen. Und den auch nochmal. Komm, was soll der Geiz? Wird das auf dem... Wird das auf der Map denn auch angezeigt, dass da so ein Supportraum ist? Ja. Okay, da links geht's auch noch runter, oder was heißt das immer? Ja, ich glaube. Die Tür ist verschlossen. Wir müssen den Schlüssel finden. Er muss irgendwo in diesem Bereich sein. Easy. Au. Moritz, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Mit diesem Schlüssel können wir eine verschlossene Tür öffnen. Ja, vielen Dank, ich freue mich. So, Tür ist geöffnet. Dann habt noch einen angenehmen Abend. Und vielen Dank, dass du hierher gefunden hast. Es ist schön flowig, das Spiel. Es gefällt mir echt gut. Au, sag mal. Und wieder ein kleiner Safe. Sehr nice. Ein Schlossanhänger. Den können wir doch bestimmt ausrüsten, oder sehe ich das falsch? Jawoll. Ach, hier. Die Blume lebt ja auch noch. Okay, da müssen wir auch noch irgendwie hochkommen. Also langsam fange ich an, mich hier zu verlaufen, glaube ich. Wo es hier momentan immer noch relativ straight geradeaus geht. Hier unten ist gleich der nächste Speicherpunkt. Also ich gehe davon aus, dass die Klos Speicherpunkte sind. Oh Gott, ich muss da echt dringend aufs Klo. Ja, das werden Speicherpunkte sein, weil wir resetten auch unsere Energie. Für die YouTuber, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Ich find's ziemlich nice. Ich mag die Optik sehr und... Soundtrack ist groß. Und es ist halt Metroidvania, ich bitte euch. Also, habt ihr von mir irgendwas anderes erwartet, als dass ich es mögen werde? Ich wollte aber jetzt hier nochmal... Au, hier eigentlich einmal durchrushen. Und wo war denn das? Da unten links, da wollte ich nochmal hin. Wir dürfen einen neuen Zuschauer grüßen. Einen wunderschönen guten Abend. Au, voll in seine Faust gerannt.
Achso, okay, den Schlüssel haben wir jetzt also immer, ja? Ah, und hier kamen wir nicht weiter. Okay, ich verstehe. Gut, da war der Weg jetzt umsonst, aber das soll uns nicht weiter stören, würde ich sagen. Dann geht es eben hier weiter. Schön so eine Mischung aus Metroidvania und Brawler. Finde ich ganz geil eigentlich. Au. Und wie gesagt, Freunde, der Soundtrack ist halt richtig gut, finde ich. Ach, guck mal an, wer hier wieder ist. Willkommen, Knipse. Was braucht ihr? So, da können wir uns noch mal ein bisschen... Oh, das ist ja ganz schön teuer gerade hier, merke ich. Uff, ja, egal. Danke für die kleinen Scheinchen. Hihi. So, dann geht's also hier unten weiter. Au. Bossy Boss Time! Willkommen in meinem Büro, ihr neugierigen Bastarde. Was zum Teufel ist das? Habt ihr in der Schule nicht gelernt, dass wir die besten Spiele für die ganze Familie machen? Wie könnt ihr es wagen, unser Unternehmen zu hinterfragen? Ihr müsst spielen, genau wie alle anderen. Nein, das müssen wir nicht. Wir werden eure wahren Absichten öffentlich machen. Gott, das könnt ihr gerne versuchen, ihr Rötzlöffel. Also, lagen wir richtig. Bisher war alles nur Spekulation. Ihr werdet gleich nur noch am Boden liegen. Au. Okay, easy. Den haben. So, easy peasy, Freunde. Schön, wie er da liegt. So, weiter geht's mit der epischen Musik. Oh, wir haben einen neuen. Ist das ein neuer Sattel? Oh, toll, ein schöner warmer Lama-Poncho. Den sollten wir ausrüsten. Es ist doch ein Lama, seht ihr? Ich hab's doch gewusst. Da. Schicker neuer Poncho für unser Lama. Oh. Achtung, die bringen dich um. Oh, lol. Was wolltest du sagen? Ihr scheint alles im Griff zu haben. Seid ihr auch hier, um euch Wrangling Corp zu stellen? Uns Wrangling Corp zu stellen? Denkst du wirklich, dass man sie zerstören kann? Natürlich. Diese Schweine müssen langsam mal Staub fressen. Naja, an Selbstvertrauen mangelt es dir ja nicht. Aber ich bin eine Einzelgängerin und habe keine Zeit zu plaudern. Man sieht sich. Aber die hat Bomben. Ich will auch Bomben. Hey, ich habe doch gar nicht gefragt, ob wir uns zusammentun. Hatte ja nicht mal die Gelegenheit. Hier ist auf jeden Fall ein Geldautomat. Willkommen beim Pickcoin-Automat. Pickcoins kaufen. Och, Leute, ernsthaft? Okay, ich packe wieder das Handy aus. Diesmal weiß ich ja, wie die
App heißt. Und wir scannen den QR-Code. Willkommen beim Pickcoin Miner. Das ist wieder ein Spiel. Also ihr könnt auch gerne mal auf die QR-Codes gehen, die ich hier zeige. Und dann könnt ihr die Spiele mal selber zu Hause spielen. Okay, das ist ja also so ein Clicker-Dingsbums. Ich muss ja einfach nur auf das Schweinchen klicken. Man kann es aufwerten. Kommen dann immer mehr. Es ist so wie dieses, kennt ihr Cookie-Clicker? Ich mache das jetzt mal ein bisschen nebenbei. Das ist auch so ein kleines Spielchen. Ich mache das jetzt mal eine Weile. Ich weiß nicht, ob ich die Coins dann alle bekomme. Das wäre natürlich witzig. Ich will einmal ausprobieren. Ich bin jetzt gleich bei 200 Coins. Ah, guck mal. Und jetzt haben wir hier so einen Vorarbeiter. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Der das Ganze jetzt für uns erledigt. Also ich werte das nochmal ein bisschen auf. Ich lasse das mal einmal nebenbei laufen. Ich gehe jetzt mal hier auf zurück. Geld abheben, okay. Kann ich jetzt. Okay, ich muss jetzt den Bereich auch noch registrieren, oder was? Achso, nee, ich muss abheben. Jetzt habe ich mir hier eine Prepaid-Karte gekauft und kriege hier so einen Code. Den gebe ich jetzt mal ein. Das heißt, ich muss hier 014. Sechs, neun. D. L. 08. G. D. 0. Ich hoffe, das ist eine 0. 7, 6. Z. Geiles Ding. Tatsache, das gibt's ja wohl nicht. Ach, das ist ja übelst lustig. Und wir können uns auch noch eine 300er Karte holen. Das wollen wir auch noch mal schnell machen. 3, 2, 3, 3, 2. G, Q, 0, 1, E. J, 0, 4, 3, 1, 8. 3, 2, 3, 3, 2. 0, 1, G, Q, 0, 1, E. J, 0, 4, 3, 1, 8. Das ist ein O. 3, 2, 3, 3, 2. GQ. 0, 1, E. 0,
0 1 E J 0 4 3 1 8 verstehe ich nicht. Wir haben ja eigentlich nur die Möglichkeit, dass GQ. Null. Oh, nee, genau, da machen wir jetzt mal ein O. Mann. Eins. E. J. O. 4, 3, 1. 1. 8. Auch nicht, okay. J 0 4 3 1 8. Okay, dann haben wir noch die Möglichkeit, dass das Q 0 1 E J O 4 3 1 8. Auch nicht. Hm. Verstehe ich nicht. Okay, den können wir auch nicht nochmal wiederholen. Schade. Ja. Ich würde einmal sagen, wir gehen einmal kurz hier raus. Ich weiß gar nicht, ob der das im Hintergrund noch macht. Und ich weiß nicht, was er macht, wenn ich hier Bereich registrieren mache. Ach, da bin ich wieder in dem Klicker drin. Okay. Das ist auch als Klicker tatsächlich ausgezeichnet hier. Ja, Freunde, ich werde ihn jetzt einfach mal ein bisschen nebenbei laufen lassen. Ich mache mal unseren Vorbeiter ein bisschen. Ich power den mal ein bisschen auf. So, jetzt kriege ich immer schon 75 Punkte für einen. Und lass es einfach mal ein bisschen nebenbei laufen. Wir gehen mal zurück und gehen mal wieder ins Spiel. Oh, was war das? Slave Team Builder. Also, achso, das ist der Name. Also seid ihr jetzt hier, dieser dämliche Evangelist konnte euch nicht aufhalten. Willkommen in der Mitarbeiter-Lounge, unsere Glücksgefühle-Fabrik. Hier bieten wir unterbelichteten Mitarbeitern Unterhaltung, damit sie im Büro bleiben. Warum sollte überhaupt jemand hier bleiben wollen? Weil die wenigsten einen starken Willen haben, schaut sie euch doch mal an. Sie spielen hirnlose Spiele, anstatt nach Hause zu ihren Familien zu gehen. Und sitzen im Büro fest, ohne es zu merken. Du bist eine der schlimmsten Kreaturen dieser Welt. Warum? Ihr könnt auch gerne bleiben. Wollt ihr euch nicht bei uns entspannen? Auf keinen Fall. Niemals. Wir würden lieber sterben, als in eurem Unternehmen zu arbeiten. Das werden wir ja sehen. What the actual fuck? Ach, zu gut. Aber ist das Glitch-Bildschirm? Okay, das ist ein Bankautomat. Aber hier ist auch eine andere Musik. Also wir sind in einem anderen Gebiet. Oha, hier. Den lose Affen. Oh, diese Bürobälle. Oh, kennt ihr das? Wir haben Gott sei Dank niemanden im Büro, der auf so einem Ball rumhopst. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Irgendwie weiß ich nicht. Soll ja gemütlich sein, habe ich gehört, aber soll wohl irgendwie auch die Kreativität fördern oder ich weiß es nicht. Oh, au. Oh, die haben schon ein bisschen mehr Wumms hier, die Boys.
denn, Alter? Boah. Boah, was? Die blockt auch noch, das gibt's ja wohl gar nicht. Boah. Oh, 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 oh. Oh, hi, hi. Hallo, 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 hallo. Boah, Alter. Oh, hallo. Ja, okay, es zieht ein bisschen an jetzt vom Schwierigkeitsgrad. Es überrascht wohl niemanden, dass Rang Corp 2 Währung verwendet und die gehört jetzt zu uns. Mal lieber vorsichtshalber einen kleinen Drink nehmen. Oh, und wir haben einen roten Schlüssel. Sehr nice. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Okay, hier kommen wir noch nicht hoch. Ging es denn da noch runter? Ja, da ging es auch runter. Au, genau, reingesprungen. Ja, genau. Ach hier, roter Schlüssel. Nice. Aber ich möchte dann erst da oben gucken. Ist ja auch gar nicht schlimm, so sammeln wir wenigstens noch ein bisschen Coins ein. Ach, guck mal an. Braucht ihr was? Kostet denn das? 50? Achso, hat schon die Max-Stufe, okay. Oh, das geht aber noch höher, oder was? Ah, ne, hat auch die Max-Stufe. Ah, den können wir uns aber nicht mehr ganz zu Ende leisten, glaube ich. Nee. Leider nicht. Bis später. Och Gott. Ja, aua. So, dann geht's jetzt hier weiter. So, aber... Ah, oh, sieht schon ein bisschen nobler aus hier, was? Bin mal gespannt, ob es hier auch Backtracking gibt. Also, oder in welchem Maße, besser gesagt. Klar können wir zurück, das ist klar, aber... Au! Heide Neid! Ist das der wild gewordene Arcade-Automat oder was? Au. Ja, dann gucken wir uns mal an, wo das hier alles so rumgeht. Ja, gucken wir erstmal hier. Ach,
neuen Bereich mit registrieren. Ja, dann wollen wir das mal machen. Unser Klicker geht auch noch fleißig weiter. Was können wir denn annehmen? Ja, abheben können wir noch nicht. Schade, dass es mit dem einen nicht geklappt hat. So. Aber ich habe eine Vermutung, genau. Jetzt haben wir nämlich den zweiten Bereich registriert. Den werden wir auch mal gleich wieder ein bisschen hoch pushen. Und wir können jetzt 1000 und 5000 Euro abheben. Ne, 500 und 600, Entschuldigung. Gut, dann wollen wir das doch mal wieder machen. Akzeptieren. 1, 3, 3, ne, 1, Mist. 1, 3, 5, 5. Ja, ich hoffe, das sind 0. Man kann das halt nicht unterscheiden auf diesem SS 0, 9, M, G, 0, 6, 5, G, 6. Ah, der hat geklappt, sehr gut. Dann können wir den, und dann können wir noch einen Code. Und zwar 1. Eins, vier, sechs, ne, ja, sechs, fünf, null, S, Q, 09 Dora. Und sechs, null, sechs, fünf, G, sechs. Okay, gut, die haben beide geklappt. Oh, nice. Dann können wir hier nochmal unsere Klicker ein bisschen aufwerten. Die laufen noch fleißig im Hintergrund weiter. Gut, und wir gehen hier mal weiter. Aber da möchte ich doch schon mal erstmal wissen, was... Oh, ja. Was da oben noch ist. Ja, hier war ja auch noch eine Tür. Dann gehen wir erstmal einmal hier weiter. Boah, jetzt werfen die schon die kleinen Viecher hier. Das geht ja noch nicht. Ach hier. Hey Schnuckelchen, seht euch unsere neuen Produkte an. Oh, 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 oh. Lila. Haube? Ach, lila Halstuch, okay. Satt Verteidigung plus 2, das kostet 350. Das hat... Boah, Schwertfisch-Trophäe. Jawoll. Sehr gut. Und die Gitarre? Nee, die lassen wir mal weg. Obwohl, wir kaufen die. Aber wir rüsten die nicht aus, so. Ja. Und... Jo. Dann können wir uns leider die... Danke für die kleinen Scheinchen. Hihi. Das ist mit den Klingern ist echt übelst geil. Das läuft hier nebenbei und ich baller die gerade so ein bisschen hoch. Schön wäre, wenn man das nachher komplett ausbezahlen könnte. So, was haben wir hier? Ah!
Aber es ist ein gutes Spiel, Freunde. Für euch ist es vielleicht ein bisschen... Ich glaube nicht, dass es langweilig ist für euch. Ich zeige euch ja, was es hier alles Schönes gibt. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier wieder den Barcode scannen. Und mal gucken, was es jetzt für ein schönes Spiel gibt. Müssen wir meine ganzen Notifications hier auf dem Handy wegmachen. Ich denke, was ist das hier für ein Vollidiot? Jurassic Pig Story. Kann man das... Ich hoffe, das kann man sehen. Okay, das ist so ein bisschen wie so ein Frogger. Wir können hier durchwischen. Kommen wir hier weiter. Und müssen den Dinos ausweichen, beziehungsweise hier ist... Au. Was muss ich denn schaffen überhaupt? Ich weiß gar nicht, was ich schaffen muss. Achso, ich muss 25 Punkte schaffen, okay. Easy peasy. Noch 6 Punkte, Freunde. 4, 3, 2. Und ich habe ein Geschenk. Ich habe einen New Character. Und den Code 518963. 518963. Da könnt ihr sehen. Error? 5. Was? 58? 1, 9, 6, 3. Ah, okay. Ich habe mich hier getippt. So, was gibt's hier Schönes? Oh, 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 oh. Hier, Killer Croc. Ja, aber kein Problem für uns. Und was haben wir hier? Ein süßes Armband. Oh, lecker. Habt ihr die als Kinder auch immer gegessen? Okay, aber bringt uns nicht so viel tatsächlich. Chance von 1 zu 10, den Angriff abzuwehren, aber dann habe ich lieber generell ein bisschen mehr Verteidigung. Schon cool gemachtes Spiel. Und wie gesagt, es steuert sich echt sauflowig. Also das ist schon echt cool. Oh, hier ist wieder der alte Rattenhausmeister. Auch so dieses Kombo-System macht auch ziemlich Spaß. Also es ist schön eingängig, einfach. So, von unten nach oben? Ja, würde ich sagen. Okay, hier geht's nochmal nach links. Oh, hier ist nochmal ein... Gut, hier ist Chefkoch. Tschüss, Kroppo. Gib uns all deine Kohle. Oh, wir haben einen USB-Stick. Auf diesem USB-Stick ist ein spezieller Code, den man mit Rangnecorp-Geräten verwenden kann. Auf dem Etikett steht Aufzugserkennungscode für Infopunkte. Nee, Aufzugerkennungscode für Infopunkte. Klingt nützlich. Okay, wir hatten noch irgendwo einen... Wo war denn der Aufzug noch? War das da unten? Ja, ne? Wie gesagt haben, wir wollen aber erstmal hier weiter gucken. IP-Aufzugcode zu Infopunkt einspielen. Hier ist eine vollständige Karte aller interessanter Orte dieses Bereichs. Danke, dass du den Infopunkt von Rangnecorp verwendest. Okay,
Okay, das heißt, wir müssen da hinten auch nochmal nach oben. Wieso sind wir da nicht weitergelaufen? Ich möchte es jetzt direkt rausfinden. Au. Mann. Au. Sag mal. Nee, hier war es nicht. Hier war es, oder? Nee. Einmal ganz unten rum. Aber wir haben doch jetzt genug Kohle. Jetzt können wir uns doch hier nochmal die Upgrades kaufen, ne? Brauchen wir Ausdauer? Nein, brauchen wir nicht. Energie nehmen wir uns lieber. Momentan kommen wir mit unserer Ausdauer noch ganz gut hin. Deswegen denke ich, sollten wir erstmal ein bisschen auf Energie gehen. Hä? Warte mal. Achso, okay. Ach ja, hier. Hä? Warte mal. Ja, genau hier. Ach, die Geschichte war das. Oh nein. Was war hier? Ach, hier war die Troller. Gut, dann können wir also ohne schlechtes Gewissen hier weitergehen. Entschuldigt bitte den Umweg. So mal. Aber was war denn? Dieser Aufzug ist nicht in Betrieb. Ob sie ihn wohl bald reparieren? Damit könnte man sich schnell zwischen Stockwerken bewegen. Teleporter. Okay, hab's verstanden. So, dann geht's jetzt hier. Geht's jetzt hier weiter? Boah, Heidewitzka, ey. Ne, hier nicht. Einen weiter unten. Hier ging's weiter. Wieder. Ach, guck mal hier. Hallo, ist da jemand? Wach auf, dein Chef ist da! Das hat keinen Zweck, der Typ schläft tief und fest. Sein Job muss super spannend sein. So, Freunde, aber ich werde gleich einmal eine kurze Pause machen. Ja, ich werde an dieser Stelle einmal eine kurze Pause machen, euch einmal kurz alleine lassen. Und ich bin gleich wieder da. Bis dahin habt ihr ein wenig Stuhl-TV.